Hi Freunde! Herzlich willkommen zu diesem kleinen Update am Montag. Ihr habt ja mitbekommen, letzte Woche gab es bereits keinen Montagsvlog hier auf dem Channel und auch diesen Montag werden wir nicht in der Halle sein und schrauben oder so, sondern, das sage ich direkt zu Beginn vom Video, dieses Video gilt mehr so zum Informationsaustausch. Es wird auch nicht hier super lang, aber ich denke, es ist super wichtig, dass wir hier nach wie vor informieren, dass ich euch auf dem Laufenden halte, dass ihr auch versteht, was hier genau abgeht und warum Sachen passieren. Im ersten Video dieses Jahr hatte ich ja beim kurzen Rückblick, welchen wir euch gezeigt haben, so ein Best-of hatten wir da geschnitten. Da habe ich euch am Anfang ja schon gesagt, dass ich ja letztes Jahr ziemlich gestruggelt habe mit einigen Sachen, nicht nur was den Channel angeht, sondern auch privat. Ich habe einfach versucht, mir am Ende vom Jahr klar zu werden, wie soll es dieses Jahr weitergehen, sodass ich langfristig auch den Spaß nicht verliere und dass hier auch irgendwie cool wird für alle. Also nicht nur für mich, sondern auch für euch, dass die Videos cool bleiben, dass das alles auch weiter vorangetrieben werden kann. Und ich bin tatsächlich ab und zu an meine Grenzen gestoßen und das nicht nur körperlich, ne? Ich habe körperliche Problemchen, nenne ich es jetzt mal, aber ich möchte mich gar nicht beschweren. Es geht anderen wesentlich schlechter auf dieser Welt, das weiß ich. Aber auch hier im Kopf bin ich einfach teilweise nicht weitergekommen. Ich struggle sehr viel mit einigen Themen und auch mit mir selbst teilweise. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht eigentlich mehr darum, dass ich irgendwie es schaffen möchte, dieses Jahr und auch die nächsten Jahre super coolen Content zu machen, super viel Spaß dabei zu haben und trotzdem irgendwie, keine Ahnung, mich nicht zu verrennen, wenn das Sinn macht. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, was ist mein Plan? Ich hau jetzt erstmal ab. Die nächsten 3 Wochen werde ich nicht im Lande sein. Ja, ich weiß, ich bin schon öfters gereist, das ist jetzt nichts Neues hier so. Ich war in Italien, in Polen, wir waren am Wörthersee, Ultras, wir haben viele Roadtrips gemacht, ich war mehrere Wochen am Stück schon weg. Was unterscheidet sich jetzt hier? Ich werde 3 Wochen Urlaub machen. Also Urlaub. Also ich werde nicht arbeiten. Und das wird das erste Mal seit 7 Jahren, glaube ich, sein. Denn egal, wo ich war, egal, was ich gemacht habe, Laptop, Kamera, E-Mails, alles war immer am Start. Ne? Ich war jeden Tag eigentlich am Machen, habe natürlich auch immer Videos produziert. Aber ich sage euch eins, ich möchte mich gar nicht beschweren, denn es ist super cool, Reisen mit der Arbeit verbinden zu können. Das ist so ziemlich das Geilste, was mir jemals passieren konnte, weil ich denke, wir sind uns einig, dass die Welt entdecken und rumkommen ein sehr, sehr großes Privileg ist. Und das schätze ich auch sehr. Mein Problem ist einfach, dass ich gemerkt habe, dass ich dadurch, dass ich nie wirklich mal komplett abgeschalten habe und das komplett mal auf die Seite gelegt habe, das Arbeiten, dass ich immer wieder an Punkte gekommen bin, wo ich einfach nicht weiterkam. Also weder im Kopf noch irgendwie privat. Macht das Sinn? Ich bin irgendwie in so einem, so sah das aus. Immer das Gleiche. Klar kommst du voran, aber es macht mich irgendwie komplett verrückt, irgendwie die letzten 6, 7 Jahre nur eine Sache gemacht zu haben. Das ist wie dein Lieblingsessen. Wenn du dein Lieblingsessen jeden Tag isst, irgendwann schmeckt es nicht mehr. Und ich denke, der Vergleich, der passt ganz gut, denn das ist definitiv mein Lieblingsessen. Es gibt nichts, was ich lieber in meinem Leben mache, als diese Firma aufbauen, Videos für LB Garage zu drehen, jetzt mit Devoted. Ich gucke hier runter, denn ihr steht auf einem Devoted-Karton. Die sind übrigens super sexy, oder? Das ist meine große Leidenschaft und das möchte ich jeden Tag machen. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Die letzten 7, 8 Jahre. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe einen Flug gebucht, es geht nach Mexiko und ich hau jetzt erstmal ab. Freunde, keine Panik. Keine Panik. Das heißt nicht, dass ich würde das nicht übers Herz kriegen. Ne? Wie gesagt, das ist mein Baby. Das ist meine Leidenschaft, hier diese Videos zu drehen. Ich würde es nicht übers Herz kriegen, keine Videos zu drehen. Und deswegen heißt das natürlich nicht, dass die nächsten 3, 4 Wochen hier auf dem Channel nichts passieren wird. Was es aber heißt, ist, dass dieser Montagsvlog jetzt erstmal der letzte war. Wir werden die nächsten 4, 5, 6 Wochen wahrscheinlich nur in Anführungszeichen am Donnerstag ein Video wie immer raushauen. Und diese Videos, die werden noch nicht aus Mexiko kommen. Ja? Ich bin in Mexiko nicht zum Arbeiten. Ich bin in Mexiko auch nicht zum Videos drehen. Diese Videos kommen aus der Werkstatt. Und diese Videos habe ich die letzten 2 Wochen jeden Tag produziert. Ich habe richtig rangehasst. Also es ist eigentlich so dumm, vor dem Urlaub sich nochmal komplett zu überarbeiten. Aber ich habe es getan und es hat funktioniert. Und wir haben unglaublichen Fortschritt an vielen Projekten. Vom Subaru bis hin zum Civic, bis hin zu einem Auto, welches ihr noch nicht mal kennt. So weit sind wir. Das heißt, die letzten 2 Wochen ist so viel entstanden, dass wir euch die nächsten 5 Wochen jede Woche ein Video liefern können. Und ich garantiere euch, diese Videos werden euch gefallen. Denn es ging wieder so ein bisschen back to the roots alles. Das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, dass das vielleicht mir auch ganz gut tun würde, mal wieder zu überlegen, wo man herkommt und auch da mal wieder anzusetzen. Und das werden die nächsten Videos euch zeigen. Und auf die könnt ihr euch freuen. Und ich hoffe, ihr guckt rein und schreibt auch fleißig in die Kommentare, denn wahrscheinlich werde ich den ein oder anderen Abend schon mal in Mexiko liegen und mir die Kommentare durchgucken, um zu sehen, was die Community so meint. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, montags, das ist es jetzt erstmal nicht mehr. Dafür donnerstags umso cooler. Alles schon gedreht und somit für mich die Möglichkeit geschaffen, mehrere Wochen am Stück
nichts zu tun. Also nichts im Sinne von nicht zu arbeiten. Ey, ich weiß, es gucken viele Leute zu, die noch ein bisschen jünger sind wie ich. Auch Leute, die älter sind, die werden jetzt genau verstehen, was ich gleich sagen werde. Aber an die Leute, die jünger sind, ihr seid fit. Euch kann nichts aufhalten. Ihr könnt durchballern, so viel ihr wollt. Schlaf brauche ich nicht. Essen, Meckes. Ist okay, habe ich auch gemacht. Funktioniert. Aber schätzt es, solange ihr es habt und guckt vielleicht, dass es auch so bleibt. Denn ich habe meinen Körper ziemlich vernachlässigt, ja, und kriegt die Quittung jetzt dafür. Also ich bin in Behandlung aktuell, ich war bei vielen Ärzten, mir konnte lange nicht geholfen werden, denn es ist nicht einfach so, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, nimmst eine Tablette. Ich hatte ein generelles Unwohlbefinden und ein generelles Gefühl, dass mit meinem Körper irgendwas nicht stimmt. Also ich kam morgens nicht aus dem Bett und konnte nachts nicht schlafen, so als Beispiel, ja. Auch in meinem Kopf, also viel mit psychischen Stress wahrscheinlich. Fakt ist, ich bin endlich wo angekommen, wo mir wirklich geholfen wird. Und ich kann jetzt auch gar nicht so detailliert drüber reden, will ich auch gar nicht, weil am Ende, ich bin kein Arzt. Falls ihr Probleme habt, gebt nicht auf, wenn der erste Arzt sagt, er weiß nicht, was es ist. Das kann ich euch vielleicht mitgeben. Aber was ich damit sagen will, ist, aktuell bin ich auf einem guten Weg, dass das alles geil wird, aber ich muss natürlich ein bisschen Acht geben. Also das ist bestimmt ein großer Grund, warum ich jetzt ein bisschen langsamer mache. Einfach, weil ich realisiert habe, dass dieser Körper genau einmal existiert. Nicht wie eine Bremse, die abgefahren ist, kaufst du neue. So, nee, wenn der Körper innen und außen kaputt ist, dann funktioniert es halt aber nicht mehr so. Und fuck, das klingt total weird, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Außerdem habe ich mich die letzten Monate auch noch mit extrem anstrengenden und nervenzerrenden Themen beschäftigen müssen. Ne? Und von den meisten wisst ihr, ne, ich mache das ja alles transparent, wenn ich Stress mit irgendwelchen Motorenbauern habe, wenn ich irgendwie Probleme mit den Lieferungen von den Klamotten habe, ich erzähle euch das alles. Aber viele Sachen belasten mich mehr, wie sie eigentlich sollten. Teilweise ist es einfach privat, aber teilweise sind es auch einfach Sachen, wo ich mir echt denke, so, willst du dem eine Plattform geben? Und ein Beispiel, welches ich definitiv jetzt hier ansprechen möchte, auch wenn ich erst dachte, das macht keinen Sinn, sowas öffentlich zu machen, ist ein Vorfall, der an Heiligabend passiert ist, in Polen. Ich war zum Driften in Polen, ihr erinnert euch vielleicht. Dort ist es mir das erste Mal, seit ich diese ganze Influencer-Geschichte, wenn man es so nennen will, also seit ich in der Öffentlichkeit stehe, ist mir das erste Mal passiert, dass es wirklich zu einem Zwischenfall gekommen ist im Real Life. Also nicht irgendwer, der in den Kommentaren sagt, ich bin ein Riesendepp und ich kann doch nichts, ne, das kennen wir alle, sondern tatsächlich wurde ich angegriffen. Physisch. Im echten Leben. So nicht Hate-Kommentar, so wirklich körperlich. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin eh schon an einem Punkt angekommen, gerade so zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich auch schon weggefahren bin. Ich war in Polen und dann noch ein bisschen in Dresden unterwegs, an dem ich eh einfach versucht habe, mal meinen Kopf klarzukriegen, zu realisieren, so wo stehe ich gerade, was mache ich hier, wie geht's weiter. Und dann passiert sowas, dann fragst du dich, bin ich wirklich gerade an einem Punkt schon in meinem Leben angekommen, an dem ich nicht mehr rausgehen kann, ohne Angst zu haben, dass irgendwelche Menschen auf dich losgehen, weil sie irgendein Problem mit dir haben. Das hat mich lange beschäftigt, obwohl es mich, also ich, man sollte sowas nicht an sich ranlassen, aber hey, wenn ein Mob auf dich losgeht, dann beschäftigt dich sowas. Und dann fragst du dich auch so, wie gehe ich damit um? So Kurzfassung, weil ich weiß, jeder will jetzt genau wissen, was ist denn passiert? Wie, du wurdest angegriffen? Ich werde jetzt nicht im Detail die ganzen Szenarien erzählen, aber damit ihr ungefähr Bescheid wisst, wir waren driften in Polen. Maeve hat mich eingeladen, über Weihnachten mit ihm dort das zu erleben und es war super cool. Es hat mega viel Spaß gemacht. Bis so kurz vor Mitternacht, kurz nach Mitternacht war es, als Maeve dann sich entschieden hat, nach Hause zu fahren. Ich wollte noch ein bisschen bleiben. Es waren ja auch Abonnenten am Start und so. Ich hab gesagt, hey, ich bleib noch ein bisschen und dann fahre ich auch heim, ja. In dem Moment, als Maeve gefahren ist, wenige Minuten danach, habe ich realisiert, dass sich mehrere Männer mittleren Alters, klingt das realistisch? Ja, keine Ahnung, wie alt, die waren zwischen 20 und 30, haben sich um mein Auto versammelt und es standen ja generell Leute um mein Auto, aber ich habe sofort gemerkt, die stehen da nicht so wie die anderen. Die haben Sturmhauben angezogen teilweise, also haben sich vermummt und haben so ein bisschen geguckt und so auf mich gezeigt und so. Ich habe die Gefahr sofort erkannt, aber bevor ich überhaupt handeln konnte und mich aus der Situation entfernen konnte, stand schon der erste Dude mit Sturmhaube, einen Kopf größer wie ich, vor mir und hat mich einfach nur angeguckt, so voll creepy so. Und ich dachte mir halt so nichts und dachte mir, okay, yo, was gibt's so? Aber im selben Moment, wo ich den Typen in seine Augen geguckt habe durch die Maske, ist von rechts schon einer auf mich zugerannt und hat instant ohne irgendwie so, hey, das und das finde ich scheiße an dir, so nee, einfach komplett direkt angefangen auf mich einzuschlagen. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu reagieren oder auszuweichen oder egal was zu machen. Ich meine, verteidigen brauche ich mich nicht, wenn da fünf Leute stehen, teilweise vermummt. Ich wollte eigentlich eher lieber die Fliege machen, so. Ging nicht, ich wurde sofort angegriffen, wurde festgehalten, das heißt, einen Schwitzkasten genommen und ich denke, diese Person, die da auf mich losgegangen ist, die lustigerweise nicht vermummt war, also, ja,
Es gibt genug Zeugen, die ihn gesehen haben. Die wollte mich tatsächlich ernsthaft verletzen. Also die wollte nicht nur ein bisschen rumschubsen und mich einschüchtern, weil ihnen irgendwann mal ein Post von mir nicht gefallen hat, sondern der hat wirklich versucht, mich ernsthaft zu verletzen. Und mit ernsthaft verletzen meine ich, ich wurde in Schwitzkasten genommen und es wurde versucht, mit dem Knie in mein Gesicht zu schlagen. Mehrmals so. Mein Kiefer ist noch dran, ne? Demnach, er hat mich zwar getroffen, aber nicht so, wie er wollte. Und das ist mein großes Glück. Und andererseits ist es aber auch ein großes Problem, weil mir das zeigt, so, hey, hier sind nicht einfach Leute, die irgendwie vor der Freundin cool sein wollen und mal den YouTuber wegschubsen, so, weil er irgendwann mal gepostet hat, dass irgendwas nicht cool ist. Sondern das war wirklich ein Dude, der mit seinen Freunden gezielt dorthin gekommen ist, weil er gesehen hat, ich bin an dem und dem Tag dort, ich hab's ja gepostet. Gewartet hat, bis Maeve, der 2-Meter-Pole, nicht mehr da ist, um dann mit seinen Kumpels vermummt auf mich loszugehen. Und das ist eine krasse Nummer. Und das hat mich tatsächlich nicht, der Vorfall hat mich nicht beschäftigt, sondern mehr so der Fact, dass das passiert, hat mich schon schockiert. Und warum erzähle ich das jetzt hier so öffentlich und gebe dem auch noch eine Plattform? Ja? Natürlich werde ich keinen Namen nennen und so, aber ich denke, es ist wichtig, und das habe ich für mich entschieden, ein Zeichen zu setzen. Ich habe nicht vor, mich nur noch mit Bodyguards rauszutrauen oder nur noch so an Plätze zu gehen, wo ich weiß, da passiert nichts, da sind Kameras. So, Alter, ich kann nachts alleine rumlaufen und es ist mein gutes Recht, keine Angst haben zu müssen, weil ich irgendwann mal einen Post gemacht habe, der mir nicht gefallen hat, ja. Und ich habe niemanden persönlich beleidigt, das muss ich dazu sagen. Also nicht mal dann wäre es eine Berechtfertigung, aber das ist auch noch so eine banale, dumme Scheiße und so unnötig, dass es das noch viel krasser macht, dass du dafür bereit bist, jemanden den Kiefer brechen zu wollen oder was weiß ich, was du vorhattest, Alter. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich das nicht auf mir sitzen lassen kann und das öffentlich machen werde, dass wenn sowas passiert und wenn irgendwer wirklich der Meinung ist, er hätte das Recht dazu, mich anzufassen oder auf mich loszugehen, so what the fuck, Alter. Ich gehe davon aus, die wenigsten würden das machen, aber wenn es da draußen welche gibt, ich werde in voller Härte dagegen vorgehen. Also dieser Dude, der ist Anfang 20, Alter. Und ich garantiere euch, der hat sich seine Zukunft in diesem Moment komplett verbaut. Denn ich werde da nicht einfach hingehen und sagen, oh, ich möchte halt 100 Euro Schmerzensgeld. So, nein, Digga. Ich werde schauen, dass alles rechtlich Mögliche gegen diese Person passieren wird. Das kann und werde ich nicht auf mir sitzen lassen, auch wenn ich keinen Kieferbruch habe. Aber dieser Mensch wollte mich ernsthaft verletzen. Und der wird definitiv seine Konsequenzen daraus tragen und er wird es bereuen. Er wird es wahrscheinlich schon bereuen, denn ich will es gar nicht so viel sehen, aber unbekannt ist er der Polizei nicht, ja? Und du verbaust dir halt ganz schnell mit solchen Sachen, was vor allem, wenn du es bei einem Menschen machst, der die Mittel, die Zeit und die Motivation hat, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass du möglichst krass bestraft wirst. Und das werde ich machen. Ich werde mein Recht einfordern und ich empfehle jedem von euch dasselbe. Wenn euch sowas passiert, lasst die Menschen damit nicht durchkommen. Das ist mein Zeichen. Das werde ich machen. Einfach auch um ein Zeichen zu setzen, was mich angeht. Ich möchte überall mich frei bewegen können. Und wenn das passiert, dann sei euch bewusst oder soll diesen Personen einfach bewusst sein, ihr werdet nicht ohne die maximalen Konsequenzen davonkommen. Und deswegen erzähle ich das. Mensch, jetzt habe ich doch wieder viel zu lange über dieses Thema geredet, dafür, dass ich eigentlich nur kurz ein Update geben wollte. Aber ich wollte einfach, dass alle Fragen geklärt sind, dass dann nicht jeder sagt, ja, aber was ist denn jetzt genau passiert? Jetzt wisst ihr es. Vielleicht noch abschließend, warum passiert sowas? Also das fragt sich ja wahrscheinlich jeder so, why, what the fuck, was ist der Grund, dass du auf Menschen losgehst? Ja, habe ich irgendwie, keine Ahnung, seine Mutter beleidigt? Habe ich seine Schwester geheiratet, ohne dass er es will? Nee, viel, viel schlimmer. Ganz kurz, selbst wenn ich seine Schwester geheiratet hätte oder seine Mutter bedenkt habe. Auch das ist für niemanden ein Grund oder eine Rechtfertigung, physisch jemanden anzugreifen. Dann beleidige mich zurück, zeig mich an. Aber Digga, man fässt keine anderen Menschen an, ohne dass sie es wollen. Und jetzt zum eigentlichen Grund. Vor knapp über einem Jahr war ich mal bei einer Tuning-Firma eingeladen. Wir haben ein bisschen Content gemacht, haben so auch inaktiv eigentlich auch Werbung für die Firma gemacht. Ich habe den Leuten gesagt, hey, kommt hier vorbei, ist ein cooler Laden, yeah, ne? Und ein halbes Jahr später wurde ich in der Instagram-Fragerunde von einem Abonnenten gefragt, ey, bist du mal wieder bei dieser Firma XY am Start? Und ich habe in der Zwischenzeit leider schlechte Erfahrungen mit der Firma gemacht. Zwischen ich war dort und habe Werbung gemacht, bis hin Instagram-Frage, bist du mal wieder bei dieser Firma, die du ja damals beworben hast? Und in der Zwischenzeit sind Sachen passiert, die ich nicht vertreten kann, die einfach nicht meinen Werten entsprechen. Ja, da wird mit Menschen und auch mit mir umgegangen, so, das gefällt mir einfach nicht. Und deswegen ist es auch mein gutes Recht, gerade wenn ich davor meinen Abonnenten gesagt habe, das ist eine coole Firma, dann auch zu sagen, ey, nein, ich werde da nicht mehr sein. Ich finde die Firma nicht mehr cool. Meiner Meinung nach ist das absoluter Schmutz dort und deswegen empfehle ich auch keinem mehr dahin zu gehen. Und das ist ja mein gutes Recht. Erst recht, wenn ich davor ja auch Werbung dafür gemacht habe. Ich lasse doch meine Abonnenten nicht ins offene Messer rennen und sage dann einfach nicht, wenn es doch scheiße ist. Das ist doch das einzig Logische und einzig Faire euch gegenüber. Vielleicht nicht für die Firma das Geilste, aber ganz ehrlich, ist doch das gleiche Thema wie bei meinem Motorenbauer vom T2-Bus. Ja, und das ist mein gutes Recht und das werde ich weiterhin machen. Im Nachhinein,
Es ist ein wilder Mob auf mich losgegangen an Weihnachten. War wohl doch was dran an meiner Meinung zu dieser Firma. Natürlich muss ich dazu sagen, ist nicht der Inhaber der Firma auf mich losgegangen. Aber ich weiß, dass das der Grund war. Diese Menschen kamen von dieser Tuning-Firma auf mich, haben das nicht geil gefunden, dass ich das gesagt habe und sind auf mich losgegangen. Und ganz ehrlich, wenn das der Grund dafür ist, dass jemand den Kiefer brechen willst, Alter. Weil wenn du mit einem Knie ins Gesicht haust, dann machst du das nicht, um ihm einen kleinen blauen Fleck zu geben. Du willst ihn massiv verletzen. Und das ist traurig, Alter. Und das mit Anfang 20? Anderes Thema. Hatten wir schon. Braucht man nicht drüber diskutieren. Das war der Grund, wenn man es überhaupt Grund nennen kann, warum so massiv auf mich losgegangen wurde. Und das... Was soll ich dazu sagen? Digga, ich kann nichts mehr dazu sagen. Das ist es halt einfach. Denkt euch euren Teil. Ich denke, wir denken alle dasselbe darüber. Naja, jetzt aber erstmal ab nach Mexiko. Das brauche ich. Das brauche ich sowas von. Und ich freue mich extrem drauf und ich bin unglaublich dankbar, dass mir durch die letzten 4-5 Jahre, in denen ich wirklich Gas gegeben habe, in denen ihr so krass dabei wart, meine Freunde mich so supportet haben, immer gepusht haben, dass das mir jetzt ermöglicht, so eine Reise anzutreten, es ist wirklich nicht selbstverständlich. Und deswegen danke. Danke dafür. Und ich freue mich auf das Jahr 2024. Denn ich werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche, aber ich werde definitiv niemals aufhören. Und ich denke, das Feuer wird nicht kleiner. Ich brenne für die Sache von Tag zu Tag mehr. Ich versuche nur, mich ab und zu zwingen, mal einen ganz kleinen Gang runterzuschalten, damit dieses Feuer eben nicht sich ausbreitet und nicht mehr löschbar ist. Ne? Vielleicht das so als bildliche Darstellung, wie es aktuell mir in dieser Situation geht. Ich brenne extrem dafür, aber ich muss auch aufpassen, dass ich nicht verbrenne. Und deswegen, ja, auf eine gute Zeit. Es wird richtig gut. Ich melde mich natürlich immer wieder mal auf Instagram. Ne? Ich bin ja, ich weiß, ich wollte nicht arbeiten, aber Digga, Instagram, das ist ja einfach auch nur so, ne, mein Tagebuch, kann man sagen. Also folgt mir da auf jeden Fall unbedingt rein. Falls noch nicht passiert, gibt's heißen Content, wortwörtlich heißen Content. Mexiko ist gerade richtig warm und das brauche ich jetzt gerade, wo ich hier aus diesem kalten Deutschland komme. Also, wenn ihr ein paar Summer-Vibes wollt, folgt mir auf Instagram und ansonsten nächstes YouTube-Video für euch am Donnerstag parat. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Danke für eure Treue, danke für eure Geduld, danke für euer Verständnis. Und jetzt erlöse ich euch und erlöse diesen Kaffee aus dieser Tasse und sage Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen, bis bald. Macht es gut, bleibt gesund. Ciao. Watch it look daytime in the night.